So, dann denke ich auch dann direkt meine nächste Folge dran. Das ist quasi jetzt alles in einem Rutsch. Und sozusagen quasi Folge 2 in Folge. Und ja, also Ziel heute auf alle Fälle noch 85. Dann Tramlok farmen. Also versuchen halt zumindest irgendwie nicht zu sterben, wenn es irgendwie machbar ist. Keine Ahnung, ob es machbar sein wird, aber wir werden es rausfinden. Und ja, alles weiter, glaube ich, ergibt sich dann so. Wenn wir es halt wirklich farmen könnten, wenn es wirklich funktionieren würde, dann würde ich halt die 5 Runs oder wie viele Runs ich auch noch immer noch jetzt schaffen würde vor Level, vor 2 Uhr nachts. Ich denke mal, 1-2 Runs wird es wahrscheinlich noch, könnten noch funktionieren. Mehr wird wahrscheinlich dann schon schwierig. Müssen wir mal schauen. So, 11,8% läuft. Hat auch schon mal 40%. Ich meine, auf Klasse A hätte es natürlich dann schon einen ziemlichen Impact für uns. Wir können es ja eh schon erwecken, fällt mir gerade auf. Stell mir vor, wir kriegen nochmal irgendwie Crit-Schaden oder Crit-Rate so drauf. Oder STR. Oh, wäre schon geil. Oh, und wieder Level Up. Lol, nice. Das läuft ziemlich gut. Yo, schau doch mal das Ding an. Diesen Effekt. 19% Speed. Krass. Vielleicht ist es aber auch, weil es eine Ele-Waffe ist und halt keine BP-Waffe oder so. Kann gut sein. Also mittlerweile machen wir echt schon ziemlich gut HP. Das ist schon, das ist hart. Warte mal ganz kurz, wie kann man nochmal, kann man Dark und 3 die anderen Sachen droppen? Mystical Vita? Ne, kann man nicht. Ne, nope. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, upgraden. Wie war das Ganze denn? Ich glaube, man muss das irgendwie upgraden, ja. Blacksmith. Shields? Warte mal. Accessory, da ist das Ding. Nicht hier. Ne, nicht hier. Forgotten? Nee. Hier, da ist das Ding. Vitra? Genau, hier. Das Ding haben wir. Warte mal, kann man das Ding kaufen? Ah, aber, teuer, sehr teuer, sehr, sehr teuer. Okay, also von diesem Staub brauchen wir noch eine ganze Menge. Das heißt, hier gibt es auf alle Fälle noch einen ziemlichen Grind für uns. Was ist das hier, eine Huidom-Suit? Okay. Genau, aber allein mal das Schmuckset, das Bessere, wäre natürlich echt nochmal enorm gut. Also alleine schon mal viel mehr Def zum einen und 20 STA mehr zu haben insgesamt ist natürlich schon auch nett. Von der Kette weiß ich es jetzt nicht, wahrscheinlich auch nochmal einiges mehr HP. Aber natürlich, das würde natürlich schon einiges bringen, denke ich mal. Boah, die XP, huh, nice. Wie viele Punkte es mittlerweile auch gibt teilweise. Genau, ich habe übrigens auch gehört von Hirashi, dass man hier bis Cursed Aminus alles solo farmen kann. Und danach soll es eben auch funktionieren, wenn man einfach 3 Charaktere hat zum Farmen für die Team-Dungeons. Und das ist echt schon ziemlich nett. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Endgame dann auch genauso läuft. Also kann es sein, dass es dann eben anders ist. Aber zumindest lange Zeit funktioniert das dann eben so. Und das ist ganz nett. So, dann hauen wir nochmal ganz kurz den ganzen Müll hier weg. So. Was wollen wir nochmal? Genau, einen Knuckle wollten wir noch craften, einen besseren. Bitte schließ dich jetzt nicht. Perfekt. Genau.
du sagst. No way. Als ob hier jemand. Fuck, ich habe nicht so viel Geld. Nein. Shit. Warte, wenn jemand den Nackel verkauft, dann muss ich eventuell gar nicht mehr, oder? Dark und 3. Gott, denken. Dark und 3 ist, glaube ich, für mich okay, ja. Hä, aber wie einfach muss ein Tramlook sein, dass es so günstig verkauft wird? Das verstehe ich nicht. Tramlook muss ja richtig einfach sein, oder? Oder haben die es einfach nur so effizient, dass es einfach ist? Kann anders sein, weiß ich nicht. 3% PvE Damage und 15 STA. Was bringt das Ding hier? STA mal nicht. PvE Damage Attack. Das Ding ist immer noch besser. Vor allem in Verbindung mit dem Schild dann. Und dem Set. Genau. Warum farme ich eigentlich nicht in Dingen sind da? Ist ja eigentlich dumm. Ich meine, ich brauche keine Drops, ich brauche nur Geld. Aha. Ja, manchmal bin ich sehr schlau. Aber wie geil ist das bitte? Einfach einen Lusaka-Knuckle. Für 30 Mille. Da ist das dicke Ding. Oh, geht auch gut runter. Na, schau mal. Denkt dran, wir haben keinen Upcut drin und wir sind immer noch auf mehr oder weniger pur, fast pur STR. Hier haben wir, glaube ich, den vollen Effekt jetzt, genau. Ja, aber ich gehe jetzt trotzdem gerne nach Dark Horn 1 einfach nur schnell fürs Geld farmen. Macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwie zu kicken. Ich meine, dauert länger und nicht, dass noch jemand wegkauft oder so. Das wäre halt sehr uncool. Auch der Umhang macht natürlich jetzt einiges aus. Also, man merkt schon ein bisschen, dass sie die Werte skalieren. Also nicht skalieren, aber dass sie zumindest gut nach oben gehen. Und ja, auch ich meine, die 5% Speed ist natürlich jetzt nicht so viel, aber ich finde, man spürt das in Fly schon immer so ein bisschen. Okay, ich droppe genauso viel wie die anderen. Da kannst du ja die warten. Let's go. Da muss ich hin. Oh Gott. Aber ich meine halt ein Ulti-Nackel, es ist halt krass. Es ist halt übel. Ich meine, unser Damage wird jetzt komplett durch die Decke gehen. Und ich meine, Tramlook wird damit halt super einfach zu farmen. Also damit können wir halt problemlos auch die Waffen verkaufen und so. Also von dem her, GG easy wirklich. Ja, das Ding droppt auch ganz gut runter. Not bad. Das sieht soweit ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ach ja, wenn wir das Ding hier oft genug kicken, dann kriegen wir auch dieses Pad davon. Ja, auch in dem Sinn ziemlich sinnvoll. Genau, Histic, Histort, ja, jetzt kommt das Zeug rein. Es kommt aber auch nur immer rein, wenn man es dann nicht braucht. Oder nicht mehr braucht. Ich meine, ich scrap natürlich gerne das Zeug und so, klar, aber... Ja, weiß nicht. Also, kann ich nicht den Skill nutzen. Okay. Boah, ich freue mich jetzt mega, das Ding zu kaufen. Ohne Witz. Ist halt wie Weihnachten immer. Vor allem halt zum Nulltarif effektiv. Also 30 Millionen ist halt absolut... Ist halt geschenkt einfach. So. Ist das Ding noch da?
sind noch da. Perfekt. Zack, meins. Haha. Ey, Alter, warum verkauft man das Zeug denn so billig eigentlich? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich halt wirklich nicht. Also, ohne Witz. Und ist eigentlich eine... Schon? Genau, ist ja. Also, 101 quasi. Lass uns mal kurz nachschauen. Wo haben wir das Ding? Wir können Crafting. Blacksmith. Nee, ich glaube, die Waffen kann man gar nicht craften, oder? His Angel Legendary. Lusaka, doch, kann man craften. Ach! Nee. Es ist schon das Ding vom Set-Effekt. Wow. Lusaka Crystal und so, klar, halt dann, ja. Ah. Krass. Okay, also jetzt, das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Game-Changer. Ich werde vielleicht noch ein paar Gigs killen. Einfach, weil ich halt, was Sinn macht. Ach, das Ding ist auch nicht soulbound. Oh, lol, man von 4.500 Attack auf 5.300. Von 30% Kritrate auf 40% Kritrate. Uff. Okay. Gehen wir noch kurz ein paar Gigs killen. Alter. Also ich muss sagen, so der Lusaka-Knuckle ist schon immer so extrem unförmig gewesen. Er schaut geil aus, aber ist viel zu groß. Er ist halt mindestens 2,5 mal zu groß. Aber natürlich ist es schon... Das Ding ist schon ein Monster. Definitiv. Also vom Schaden her allein schon mal. Also wir werden gleich mal schauen, was wir jetzt an Schaden machen. Das wird kein Vergleich sein zuvor. Ich meine, der andere Knuckle war natürlich auch geil und so, aber der Verdopplung der Attack ist halt... Das war ein Flyfight schon immer krass. 1.17 Uhr, wir können immer noch dran gehen, keine Sorge. Bin ich vorbeigeflogen, oder? Ich glaube, der ist schon weg oder so. Na gut. Come on, ich will jetzt irgendwas killen. Als ob jetzt hier alle weg sind. Ey, es muss doch hier irgendein Gig sein. Als ob jetzt gerade alle am Gicken sind. 1.17 Uhr, Leute dachten sich so, jetzt muss ich kicken. Mein Gott, ey. Ich will doch nur Damage testen. Naja, und erweckt natürlich noch. Ich meine, Erweckung könnte ich jetzt auch erstmal lassen. Aber, naja. Ja, ich meine, gut, 9 STA ist auch okay. Vor allem ein bisschen HP brauchen, um halt dann den... Ja, die kicken halt gerade die Leute. Meine Güte. Ja, ich glaube, wir lassen die Erweckung erstmal. Ist trotzdem gut genug erstmal. Das passt schon. Die Leute kicken halt wirklich jetzt gerade. Genau jetzt. Das ist mies. Das ist echt mies. Ach man. Ich weiß ja nicht, ob ich einen Grilled Elo so noch kaufen sollte. 69. Aber ich kann es mir auch gar nicht leisten aktuell. Das heißt, es gibt keinen Grilled Eel. Der Aal bleibt im Wasser. Da hinten testen wir noch kurz, ob der Fisch da ist. Wenn es auch wieder nicht da ist, dann weiß ich auch nicht. So, wo haben wir das Ding? Da ist das Ding. Zumindest das Ding ist nicht weg. Okay. So, Head Damage. Holy shit.
Holy. Andere alte Knuckle. Okay, Hit Damage ist ähnlich. Crit Damage ist. Also nicht ähnlich. Okay, 14k Crit, 17k Crit. Also ist es schon ein deutlicher Unterschied. Aber weniger als gedacht. Ich habe mir gedacht, das wird mehr Schaden ausmachen. Also mehr Unterschied ausmachen. Okay. So, das Ding sockeln wir natürlich immer noch ganz kurz. Nicht viele, ein bisschen zumindest. Ich weiß auch gar nicht, welche Karten es hier gibt, die man best nutzt. Einmal. Nein, das ist nichts gut. Nicht upgraden, sondern hier, das da, genau. Zack, zack. Ziel machen wir irgendwann so 3 oder so. 3, glaube ich, ist ganz cool. Einmal, perfekt. Zweimal. Läuft es einfach durch oder was? Nice. Ich weiß nicht, ob ich auch hier wieder nur Pech habe oder ob das wirklich irgendwie schwieriger ist zu sockeln oder so. Keine Ahnung. Dexkritrate, Tech, SCR. HP. Ich würde mal sagen, es bleibt, glaube ich, beste, ja. Ja, schaut gut aus. Geil. Einfach nur geil. Wirklich geil. Okay, haben wir irgendwas bekommen? Achievement-System. Schauen wir ganz kurz unser PvE rein und unser Collectibles. Headhunter, genau. So, hier nämlich interessanterweise die verschiedenen Pets. Zum Beispiel 7 von 15 momentan für 10 End. Def 5% will ich alles nicht, ist alles Müll. STA, ja, will ich vielleicht nehmen. Speed ist auch noch okay. Mini-Block will ich auf alle Fälle nehmen, aber halt viel zu schwer zu erfarmen erstmal. Clockworks wäre natürlich geil. Das Ding will ich auch nicht fangen. Crit-Schaden wäre ziemlich cool. Ob ein Flybird drin ist, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen komisch sortiert. HP ist natürlich auch super. Skaliert einfach gut auf ein HP-Equipment. Ansonsten. Ja, das Beste ist halt einfach der Behemoth. Was haben wir noch? Den. Genau. Baby Beast King Khan, das ist, glaube ich, der normale, wurde mir gesagt. Das Ding natürlich hat dann GG. 8% PvE Damage, 200 Additional Damage und 15% Speed. 50 mal Farmen ist natürlich schon einiges, würde ich mal sagen. Aber lohnt sich. Lohnt sich definitiv. So, und jetzt wollen wir anfangen und wir farmen, beziehungsweise erstmal so hier. Immer noch über 5k Attack, was wirklich krass ist. Man kann sich hier noch ein bisschen was erkaufen. Ach ja, by the way. Lol, das ging ja nicht runter, der Attack. 30, wow, okay. Wir kaufen uns immer noch so ein Ding. 20% HP. So ein Ding noch. Und ich glaube, es ist krasse Geldverschwendung, was wir gerade machen. Okay, komm, hier, Wilds. Keiner drin. Gut. Muss ich irgendwas einstellen? Glaube nicht, oder? Okay. Ich bin sehr gespannt, wie es hier läuft. Wie viel machst du mir? Okay. Also ich habe jetzt schon erwartet, dass es nicht viel ist, aber es ist weniger als erwartet. Sehr viel weniger als erwartet. Was haben die killen, die Viecher? Wie läuft unser Pet damit? 48, 14? Leider nein. Ah, okay. Ach, Upcut wäre gut gewesen. Ach, shit. Macht jetzt nichts. Macht jetzt wirklich nichts. Das ist wirklich egal eigentlich aktuell. Das ist A, nur zum Testen. Und B, wir können noch haufenweise andere Power-Ups reinhauen.
das Ding zum Beispiel. STR mal noch rein. STR können wir noch reinhauen. Dex und Perry. Genau. Ja, das läuft aktuell halt wirklich schon ziemlich gut, würde ich sagen. Heißt also sehr viel besser, als ich mir halt so wirklich ausgemalt hatte. Ja, es ist schon. Das ist angenehm. Wir hätten nochmal 30% mehr HP und 15% Attack. Ist halt im Prinzip auch fast ein Upcut. Wenn halt auch nicht on top, sondern halt nur so, naja. Irgendwie so random dazu halt. Aber ja, das passt schon. Problem ist halt, die Dinger sind so teuer und ich will die eigentlich schon gar nicht einsetzen. Das heißt, ich denke mal, also es gibt wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit, die einzusetzen. Und das Problem natürlich ist auch, muss man sich auch mal bedenken oder auch Gedanken machen, wenn ich jetzt halt farm, dann ist es natürlich nützlich. Aber das Ding halt, wie lange? 2 Stunden, oder? Oder 1 Stunde? Das Ding hat 2 Stunden, das andere hat 1 Stunde. Ich werde jetzt halt nicht 2 Stunden farmen, ich werde halt 1/2 Stunde farmen. Und dann werde ich halt, weiß ich nicht, saugen. Ja, super. Toll. Aber gut. Insofern, nicht so dramatisch. Ich nutze es einfach erstmal nicht. Wenn ich es halt brauche, dann nutze ich es trotzdem. Ich kann routen, shit. Ja, alles hier, es ist Crit-Rate, Crit-Schaden und Attack-Speed. Deswegen haben wir über 100% Attack-Speed immer. Das ist super. Genau. Also ich denke mal, der Schaden von den Dingern sollte jetzt nicht, also vom Boss sollte jetzt nicht so hoch sein. Vermutlich. Ich weiß es nicht sicher, aber ich sag mal vermutlich. Wird es schon in die Richtung gehen, dass wir den Boss halt wirklich jetzt relativ gut killen können und uns dabei relativ gut heilen. Wobei, wenn das Ding blockt, nicht bedacht, überhaupt nicht bedacht. Schau mal. Okay, das Ding blockt nicht. Oh, das Ding macht Schaden. Oh, das Ding macht gut Schaden. Oh, wir machen aber auch gut Schaden. Oh, das Ding macht mehr Schaden als wir. Aber, warte mal, das Ding hat weniger HP. Warum ist das Ding so wenig HP? Sind das die Offi-HP? Nicht mal das Pad draußen gehabt. Okay. Ja gut, ich verstehe jetzt schon gewissermaßen, warum es so easy ist, oder nicht warum es so easy ist, sondern warum es so günstig verkauft wird, das Zeug. Wie lange haben wir gebraucht? Fuck, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Shit. Also Behemoth war 1 Minute down ungefähr. Geld war auch ganz gut, also Geldtrap meine ich. Und klar, wir haben jetzt, ja, Okay, also 50 mal Behemoth, ja. 50 mal Olocap farmen ist definitiv machbar. Ja. Also das kriegen wir mal safe hin. Ja, scheiß Pet. Ich muss sagen, ich glaube, Leute, wirklich, ich glaube, wir haben gute Karten. Ich glaube es echt. Also ich habe wirklich ein gutes Gefühl aktuell, dass wir das Ganze hier echt gut hinkriegen. Also ja, hochheilen durch Ding hier wird sehr schwierig. Aber ich meine, was haben wir jetzt gebraucht? Ein paar Heiltränke und eine Pille. Toll. Das ist absolut machbar. Und ja, die HP und so sind halt, glaube ich, mehr so eine, weiß nicht. Also, ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich halt wirklich hier halt diese 55.000 oder mehr brauche.
da hatte ich wirklich schon ziemlich Schiss. Aber scheinbar ist es halt nicht so. Und ja, das ist halt voll entspannt eigentlich. Und alles Weitere, glaube ich, ja. Alles Weitere, glaube ich, läuft schon ganz gut so. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, welche Quests man braucht. Das ist echt ein bisschen blöd, weil die große Problematik, die ich halt immer so ein bisschen sehe, ist, es ist halt cool, wenn man alles mögliche, wie soll man sagen, wenn man alles mögliche verwenden kann und verwerten kann. Problematisch ist allerdings dann so, wenn ich halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Questies brauche, die ich halt einfach dann in die Gilde spende, so per Bulk-Action, und dann stehe ich halt da und denke mir so, die hätte ich ja nochmal gebraucht. Und das ist halt schon echt ein bisschen ein großes Problem. Ja. Ja. Ich weiß allerdings nicht, wie es andere Spieler lösen. Also vielleicht gibt es einfach irgendwie eine gute und einfache Möglichkeit, das halt nicht zu umgehen, aber halt einfach damit zu leben. Könnte es sein, dass es vielleicht sowas gibt. Also ich denke mal, also die meisten Spiele finden immer irgendwie einen Weg, wie man da ein bisschen Übersicht oder Überblick behält. Also ich denke mal, die Spieler müssen ja irgendwie einen Überblick haben. Also kann nicht sein, dass ich jetzt der Einzige bin, der sich denkt so, ich habe hier keine Ahnung, was ich noch brauche und was nicht. Das glaube ich jetzt eher nicht wirklich. 3,5 Minuten erst? Was? Krass. Oh, 9k Damage, okay. Wir heilen uns super gegen. Hier Pille rein. Und easy. Easy. Wirklich komplett easy. Wie lange. Ach, fuck, ich hab wieder nicht auf die Zeit geschaut. Egal. Okay, aber also wirklich, jetzt mal ohne Witz. Das läuft fast rausgelaufen. Das läuft wirklich verdammt gut. Okay, letzten drei Runs, die machen wir halt definitiv noch.